Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Oh, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Ja, wir haben letztes Mal tatsächlich einen Schatz übersehen, nämlich den Weltraumentdecker-Schatz. Den müssen wir jetzt erstmal zu Ende machen. Im Weltraumentdecker. Okay, easy. Da ist Timing wichtig. Habe ich jetzt schon vermasselt. Einen Moment. So, zweiten Schuss abgefeuert und... Let's go. Einfach ignorieren. Okay. So, diesmal beim ersten Versuch. Mach den Weg frei. Mann! Aus dem Weg! Ey, ich bleibe an allem hängen! Boah, nach 10 Versuchen getroffen. Ey, das habe ich nie und nimmer geschafft. Das hat tatsächlich noch geklappt. So oft, wie ich gerade reingepfiffen habe? Okay. Gut, dass diese Aufgabe nicht besonders anspruchsvoll ist. So. Im Übrigen habe ich seit dem letzten Mal die Sammlung ein bisschen vervollständigt. Also es fehlen nur noch die zwei, die mit diesen Minispielen zusammenhängen. Wir haben jetzt hier nochmal Showdown des Bestienrudels vor uns. Und danach kommt hier ein Bosskampf. Ich habe auch das Gefühl, dass das der letzte eventuell ist. Also, wahrscheinlich ist Sunny doch nicht mehr bei diesem Projekt nochmal dabei. So, dich esse ich. Lecker. Nein. Dem Braten glaube ich nicht. Da ist doch ein Geheimweg. Ich halte mich mittlerweile auch an den Satz hier, dass ich immer vorher den Tiefschlaf durchhaue, ne? Für diesen Bonus. Ich habe bestimmt was übersehen. So, einfach umschauen. Oh, guck mal, das, was auch das Bild war, ne? Gerade eben. So, kann ich hier rüber? Nee. So, tschüss. Komm her. Und Home Run. Siege alle Bestien im Startgebiet. Natürlich. Es gab irgendeinen Spezialschuss mit dem Weltraumentdecker, habe ich letztens rausgefunden. Das hier sieht mir nach einem Geheimweg aus. Könnte man da lang. Also wenn jetzt alle Missionen nur sind, besiege die Bestien in dem Gebiet, dann sollte es eigentlich easy werden. Okay, Gesuchtposter entfernen. Das lässt sich einrichten. Kann ich die eigentlich zerdeppern? Nee.
kann sie aufhalten. Aua. Da oben ist was, das will ich haben. Aus dem Weg. Ich muss Waddle retten. Ob man da nicht drauf gehe. Ja, immer abwarten, dass die Feuerwelle kommt. So, schnell runter, die kommen jetzt. Oh, Futter. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, war da ein Gesuchposter auf dem Weg? Oh, da ist ein Toxiquark. Den muss ich auch irgendwie ausschalten. Da, den Schuss meinte ich. Ja, das Problem ist, ich brauche Wasser, um den auszuschalten. Muss ich von irgendwo vorne holen. Okay, eine Münze. Ist auch wieder eine Münze. Auch wenn Münzen mittlerweile egal sind. Für den Schuss übrigens im Sprung gedrückt halten, falls er fragen will. So, mein Ziel ist klar. Da ist auch ein Gesuchposter. So, die blöden Frösche, jetzt mach ich euch weg. Oh, ich werde hier vollgeheilt. Mal, das reicht am Wasser, was ich noch habe. Nee, ich muss einmal nachfüllen. Wahrscheinlich zumindest. Ah, guck mal, ich kriege hier nochmal Wasser. Besiege die Toxiquacks ohne nachzufüllen, könnte ich mir vorstellen. Sind gerettet. So, das ist weg. Den Beta mit Decker finde ich nach wie vor richtig cool. Also vom Sein her. Erstmal gucken. Okay, nichts versteckt. Die Musik hier ist auch richtig episch. Aua. Aua. Aus dem Weg. Okay, Knopf aktiviert. Lass dich nicht von Feuerbällen treffen. Ich mal mir hier zusammen, was es sein könnte, ne? Eigentlich brauche ich diese Kapseln überhaupt nicht mehr aufsammeln. Ich habe ja schon alles. Hallo, Schlangenmund. Ach, Bekanntschaft mit meinen Kugeln. Aua. Okay, ich muss es von der Seite aus kaputt machen.
schieße da jetzt hin, damit ich ein bisschen Heilung da liegen habe. Die ich auch brauche. Der wollte sich gerade kurzzeitig nicht bewegen. Danke. Tschüss. Ich sag dir tschüss. Kaputt gemacht. Genau den da will ich haben. Den haben wir nämlich noch nie genutzt. Oh, richtig cool. Mit diesen Donnerwolken. Ich wäre jetzt auch so darüber gegangen, ne? In die Wand mit euch. Tschüss. Irgendwo war ein Gesuchtposter, was ich zufälligerweise entfernt habe. So. Was haben wir jetzt hier vor uns? Was bist du nochmal? Diese komischen Krokodile. Ja, für die brauche ich auch einen Stopfer. Ich will nicht im Wasser sein. Ich sehe auch eine Spur hinter mir her, sehe ich. Waren da mehrere Knöpfe auf dem Weg? Gut, dass er so schlecht im Beißen ist. Ich lasse die Münzen mal Münzen sein. Tschüss. Ah, ein Boot kriege ich. Muss die. Jetzt ist das. Ich sehe meinen Job. So, noch ein Gesuchtposter entfernt. Tschüss. Jetzt fehlen nur noch zwei. Drei, Entschuldigung. Kann ich das durchbrechen? Boot ist kaputt. Nein! Das sieht als Krone richtig geil aus. Der neue Wind-Typus. Ich habe es gesehen. Ich wollte es auch holen. Die mächtigste aller Fähigkeiten. Oh, ich darf noch mal fliegen. Okay, hier ist nichts versteckt. Komm her. Da ist jetzt irgendeine Challenge. Sieh es doch, komm. Okay, hätte nicht gedacht, dass man den Bogenstopper auch so nutzen kann. Noch habe ich jeden Ring bekommen. Links ist der Geheimweg.
Aber bisher kein Waddle gesehen. Oh, das war knapp. Die Frage, war da auf dem Weg was? Den da muss ich 100% kaputt machen. Aua, lass mich doch hoch! Komm her. Du bist das perfekte Etwas hierfür gerade. Ja, ich brauch so einen Kegelstopper, der hier wahrscheinlich am Ende versteckt ist. Nein, nein, nein! So, zumindest das schon mal geschafft. Danke, dass Sie meine Treppe waren. Danke, der Herr. Wie gesagt, diese Kapseln, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich werde mich grün und blau ärgern, wenn ich gleich sehe, was die letzte Mission ist. Weiß ich jetzt schon. Hoppa! Achso, der Turm fällt um. Ich habe mich erst gefragt, wie soll ich da rüberkommen? Ciao, Turm. Ciao, du olle Kröte. Wir haben einen Waddle übersehen. Worüber kann ich mich jetzt ärgern? Verstürze während der Verwendung von Kegelstopfern nicht in die Lava. Genau beim Ende habe ich es natürlich verkackt. Ich darf das Level noch einmal komplett von vorne machen. Nur wegen so etwas. Oh, das ist so deprimierend. Na gut, jetzt haben wir wenigstens nur noch den Bosskampf vor uns, ne? So, wenn das jetzt nicht König DDD ist... Okay, es ist König DDD. Dann wäre es nicht Endboss. Wir haben dann noch eine Challenge. Und da noch eine. Die mache ich nächstes Mal, dann ist der nächste Part wenigstens nicht so kurz. Weil die Bosskämpfe-Parts sind bisher immer kurz gewesen. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.